So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge hatten wir die wahrscheinlich schlimmste Szene aus dem ganzen Assassin's Creed Fandom. Denn wir haben Petufres getroffen, seine Frau und seine Tochter, und sollten Aufzeichnungen beschaffen. Diese Aufzeichnungen hatte allerdings die gute Shadia, die Tochter von ihm. Und die Soldaten wussten das und haben die Aufzeichnung genommen und Shadias Leben, weil sie diese Aufzeichnungen hatte. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Krokodipolis zur Arena und haben auch hier schon einige wundervolle Aufgaben, der Menschenfresser zum Beispiel. Und ich würde sagen, wie machen wir denn das jetzt am besten? Fangen wir mit der Mission an. Und dann werden wir erstmal die Mission hier machen und uns dann zur Arena begeben. Ich will nicht, dass du mit ihm spielst. Da wohnt der Menschenfresser. Willst du in Stücke gerissen werden? Jetzt komm da weg. Senny, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philaketai davon? Die Philaketai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Okay. Wir sind oft nicht, wie sie scheinen. Ja. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Er könnte von Sobek besessen sein. Er ist zu verrückt, um der Menschenfresser zu sein. Er tut nie etwas anderes als beten. Er frisst die Opfer von Sobek. Auf seinem Land verschwindet niemand. Sie tauchen bloß im Fluss bei seinem Haus auf. Soll er seine Ruhe haben? Denkt an sein Kind. Also ein Kind, oh Gott, ist ja schon wieder ein Kind gestorben. Sobek. Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier! Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Sobek frisst, wenn er sich paart. Er zerfleischt, wen er will. Aus dem bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Da ist Fleisch in den Körben mit dem Fischfutter. Götter, etwa Menschenfleisch? Da haben wir auch noch was. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Fleisch. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von stromaufwärts. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter stromaufwärts angeschwemmt. Oh, so viele Missionen. Okay, nun gut. Oh, oh. Was? Krokodipolis. Warte mal, kann ich mit ihm sprechen? Hallo. Wie heißt du? Das ist meine Sobek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das ist, sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Sobek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Okay. Na gut, lassen wir erstmal. Guck mal, was für eine schöne Blutspur wir hier haben. Wunderschön. Nick. Mehr Leichenteile. Ja. Wo kommen die bloß alle her? Tja, eine gute Frage, Bayek. Wollen wir die uns beantworten? Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhe. Ja.
Ja, wollte ich sagen, trauen wir mal runter und gucken mal, was uns hier erwartet, Bayek, nicht? Oh Gott. Oh, ist das ekelhaft. Oh. Die sind ja zum Teil noch angeknabbert. Ist das widerlich. Aber wie sind denn die? Da bin ich durch diese Öffnung gekommen. Wo bin ich gelandet? Ja. Es stinkt nach Tod. Hier müssen all die Leichenteile herkommen. Ja. Amun, so viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Ja. Der Gestank. Okay. Amun, so viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Tempel des Sobeks, schön. Da kommen wir auch raus. Ja, okay. Hallo? Wer ist da? Ja, ja, ich bitte, bin... Hilf mir! Ja. Kissen und Luxus. Ja. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Wie schlimm! Da sehen die zu, wie der Krokodil die wahrscheinlich lebenden Personen hier verspeist, beziehungsweise tötet. Boah, es ist krank. Guter Wein und Erfrischung. Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Alter, ich will dir einfach alle selber den Krokodil zum Fraß vorwerfen. Kissen und Luxus. Ach so, ja. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Das ist so abartig krank einfach. Oh, Adidi! Den Göttern sei Dank! Schnell! Wir müssen gehen, bevor er zurückkommt! Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Aber man hätte doch rein theoretisch sich einfach durch diese Gitterstäbe, zumindest durch das mittlere große Tor, zwängen können, oder? Also wenn ich in der Situation gewesen wäre, dann ja, hätte ich ja alles versucht. So Sobeks geheimes Festmahl. Dieser Einbalsamierer ist krank. Fütterung der Krokodile am nächsten Neumond nach Sonnenuntergang trifft den Einbalsamierer. Was für eine Dekadenz. Der Einbalsamierer scheffelt eine Menge Geld. Ja. Brief von Sehetep, Einbalsamierer. Ich wurde über deine kleine Vorführung informiert. Die ketzerische Verwendung von Sobeks Kindern zur Unterhaltung ist, wie du wissen musst, ein ernsthaftes Vergehen. Darüber hinaus agierst du auf dem Gelände des Tempels und riskierst damit, den Namen des Tempels und des gesamten Kults zu beschmutzen. So zuwider mir dein Treiben auch ist, können wir vielleicht zu einer Einigung gelangen, die für uns beide vorteilhaft ist. Mein Partner wird dich bald mit den Einzelheiten einer Vereinbarung aufsuchen. Ich schlage vor, du behandelst sie mit dem gebührenden Respekt. Sehetep. Kann ich die bitte den Krokodilen zum Fraß vorwerfen? Ja, ein Papyrus, was haben wir hier? Den Eingang. Rabenit? Du da! Halt! Sehe ich aus, als ich hier. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Oh! Kohlenstoffkristalle, schön! Da oben können wir noch hin. Warte mal. Nehmen wir auf jeden Fall den Stabilisierungshandschuh. Mein Gott, da muss er auch bald mal Gold sein.
Kann doch nicht der Ernst sein. Hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Ganz da oben, okay. Also wirklich einfach hier hochzuklettern. Das sind voll schöne Motive. Das ist eine schöne Stadt, wenn sie nicht von innen so schmutzig wäre. Oh! Pui! Und ich bin tot. Ach, Bayek. Naja, dann hat halt der Orden der Ältesten halt gewonnen. Dann ist es halt so. Tesserus zürnt. Sobeks Abbild zeigt den Willen des Gottes. Was sollen wir tun? Ich werde Sobek heilen. Ihr betet weiter. Nein, die machen wir auf jeden Fall nicht. Noch nicht. Lass mich doch bitte erst einmal den Menschenfresser hier erledigen. Oh, Eisen. Warte mal. Wow. Ein Kick gelohnt. Bewegung, los! Ich mit dir. Wir haben den Achontas erwischt. Schnell! Hey, beschützt den Kyrios! Alter, ich hab geblockt, du Hund, Mann! Sag mal. Achso. So, da haben wir ihn. Freunde. Nun balsamiere ich dich ein. Ein kranker Mann. Das setzt seinen Taten ein Ende. Mögen sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Gemeinsam! Was? Ich töte dich! Hä? Der Rennen ist weg. Dann halt nicht. So, guck mal! Was machen die denn jetzt? Oh, die haben Bronze. Oh! Fangzahn! So, warte, wir machen da gleich so wegstrehen. Guck mal, das biest sich doch gleich an. Na ja, 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 ja. Guck mal, wie schnell da ist der Hund. Altes Biest! Da bist du ja! Da bist du. So. Warte mal. Wir haben hier Papyrus und den Schatz. Von Krokodilopolis zu gewähren, ist es nötig, die griechischen und ägyptischen Einwohner zu trennen. Von dem neuen Arrangement werden alle profitieren. Sicherheit für alle. Ja. Der brutale Mord an einem griechischen Händler im Elendsviertel zeigt. Regelmäßige Patrouillen im ägyptischen Viertel sorgen dafür, dass der brutale Mord. Mimi. Hey, das war's. Was ist eigentlich ein heimliches Attentat? So. Ich glaube, wir müssen mal unseren Bogen, unser Schild. Auch auf Level 33 bringen.
Didi, Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Kultur für alle. Dieser elegante Aphorismus, der den Geist der Regierung des Fium widerspiegelt, kam eines Abends Kinamon Vamukua, dem Schreiber des Nomarchen, bei einem unschuldigen Umtrunk im Theater von Krokodipolis in den Sinn. Als eine Dame gemischter Herkunft aus dem nahen Bordell kam, verfolgt von einem älteren ptolemäischen Hauptmann, ließ sie einen Beutel Juwelen fallen, die glänzten wie der Feum-Mond in einer klaren Nacht. Für Kinamon repräsentierte dieser Vorfall den herrlichen Zusammenprall der Kulturen, für den das Feum so berühmt ist. Und so wurde dieses Motto geboren. Ja, aber was hat es jetzt mit Kultur zu tun? So. Aber egal. Da bin ich schon, um das zu verstehen. So. Gib den Weg frei! Okay. Tat nix. Deswegen hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Ein Fluch! Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Mimi. So, wo war denn der jetzt? Den hatte ich doch eigentlich, oder? Ach, da oben ist er. Okay. Was haben wir denn hier? Segne mein Kind, du hast Sobek, Herr des sprudelnden Wassers. Segne mein ungeborenes Kind, gib ihm eine Haut so hell wie die seines Vaters, nicht wie die meine. Du hast Sobek, ich bringe dir wöchentliche Opfer, dann opfere mein Leben, wenn es dein Wunsch ist. Was immer du von mir verlangst, werde ich tun, denn ein hellhäutiges Kind erwartet ein besseres Leben. Und zu der Zeit war das leider so. So. Da haben wir den Papyrus. Sobeks Wut. Östlich von Krokodipolis, südlich der eingestürzten Pyramide, statt ein riesiges Götterbiest wütend, ein Pharao an, der ihm keinen Respekt zollt. Ich verstecke mich hinter dem Kopf des Frevlers. Ja, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ist mir aber auch egal. So, sprich mit dem Wächter. Da würde ich aber sagen, werden wir es in der nächsten Folge machen. Weil dann habe ich nämlich ein schönes Thumbnail für die nächste Folge. Man muss auch manchmal ein bisschen egoistisch sein als YouTuber. Oh. Aber vielleicht werde ich wieder, weil es nur 17 Minuten geht, die Folge, das mit einem anderen Video zusammen hochladen. Also, dass ich wieder zwei Folgen habe. Muss ich mal gucken, wie da meine, ja, ich will nicht sagen, Lust und Laune ist, aber ja, ich habe so 8 Minuten ist zwar kürzer als sonst, aber ist ja trotzdem noch eine angenehme Folgenlänge. Bei 12 Minuten wäre das anders. Aber ja, muss ich mal gucken, ob ich das, wie gesagt, zusammen mit einem anderen Video hochlade oder doch einzeln. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sobeks Tränen wieder und werden diese trocknen mit sehr viel Menschenfleisch. Und werden mal schauen, warum dort ein riesiges weißes Krokodil lebt und warum das ja nur einen Hühnchenschenkel bekommt und keinen riesigen, weiß nicht, was ist ein Krokodil, so riesigen Steinbock, Witter, keine Ahnung. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.